Hier sieht es nach Spiel, Spaß und Spannung aus. Und ich bin sehr gespannt, was man hier erleben kann. Ja, Spiel ist gar nicht so verkehrt. Also wir nutzen Game-Entwicklungstechnologien aus der Consumer-Elektronik, um ein ganzheitliches Kundenerlebnis zu erzeugen, um einfach eine komplette Customer-Journey, also alles, was ein Kunde während der Fahrt, vor der Fahrt und nach der Fahrt erlebt, abzubilden als Entwicklungswerkzeug. Das heißt, es ist in der Entwicklung und wann ist es fertig? Es ist ein Entwicklungswerkzeug, das wir jetzt einsetzen für alle Fahrzeuge, die in den nächsten Jahren kommen von BMW. Mhm. Und wir entwickeln es kontinuierlich weiter. Darf ich das denn jetzt mal ausprobieren? Du musst es unbedingt ausprobieren, deswegen bist du ja da und du sollst dieses Kundenerlebnis auch haben. Oh wow, okay. Genau. Du bist weg. Ich bin weg, genau, ich bin nicht da, weil, ja. Und ich habe heiße Hände. Ja, okay, Handschuhe, vermute ich. Du bist am Flughafen, hoffe ich. Ja, das war nämlich alleine. Der Plan. Du bist ganz alleine in deinem Auto am Flughafen. Und die Fahrt fängt jetzt an. Mhm. Schön. Das Radio. Ist nicht vorhanden in der Realität. Ah, der iDrive-Controller ist da. Mhm. Da steht aber noch 0. Oh. Das war eine Bodenschwelle. Okay. Ja, genau. Wahnsinn. Also wir erzeugen hier ein immersives Gesamterlebnis. Ja, macht mega Spaß. Wie geht's denn damit weiter? Ja, wir arbeiten eigentlich kontinuierlich dran, die Experience noch besser zu machen. Und wir nutzen es intensiv natürlich auch, um die Fragen der Zukunft zu beantworten. Stichwort autonomes Fahren, selber fahren. Wie muss eine Ausprägung Interieur von BMW sein, die beides möglich macht? Das hört sich super spannend an. Ich freue mich schon drauf. Das probiere ich auch aus. Vielen lieben Dank. Komm vorbei. Ja, genau. Mach ich. Ja. Ich bin die Nächste.